Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials, meine Lieben. Heute häkeln wir den Infinity Stitch. Das ist jetzt mit einer Nadelstärke 3 gehäkelt, also so ein feines Garn. Und hier könnt ihr euch das Muster natürlich auch nochmal ansehen, wie das in groß aussieht, also mit einem dickeren Garn und ein wunderschönes Muster. Erinnert mich ein wenig an das Star Stitch Muster, also den Sternstich. Aber der geht definitiv noch viel einfacher und das werde ich euch heute zeigen. Hier oben rechts habe ich euch eine Playliste verlinkt mit 7 weiteren Mustern von meiner Musterdecke. Das ist jetzt mein nächstes Stück, was ich häkle. Und heute zeige ich euch, wie gesagt, das Muster. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo meines Handarbeit-Kanals dalassen. Los geht's! Um euch das Muster besser zeigen zu können, benutze ich heute mal die Summer Cloud Wolle von Hobby, Prüm-Häkelnadel in der Stärke 6,0. Wir starten mit einer Anfangsschlaufe. Ihr schlagt also jetzt eure gewünschte Maschenanzahl an. Wichtig ist, dass das Muster teilbar durch 2 ist. Ich werde jetzt mal 20 Luftmaschen anschlagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hast du deine Luftmaschen angeschlagen? Wie gesagt, ich habe 20 Stück angeschlagen. Können wir jetzt auch schon mit dem Trinity-Muster beginnen. Also, die erste Masche machen wir eine Randmasche. Dazu häkelt ihr eine feste Masche. Und jetzt starten wir mit dem Muster. Wir machen jetzt immer Umschläge, insgesamt 3 Stück. Das heißt, ihr stecht als erstes hier vorne in die allererste Masche ein, holt den Faden durch die Schlaufe durch, zieht die etwas locker, geht in die zweite Masche, holt den Faden durch, zieht ihn etwas locker und in die dritte Masche, Faden durchholen, locker ziehen. Jetzt seht ihr, habt ihr 4 Schlaufen auf der Nadel. Und diese werden jetzt zusammen abgeschlauft und eine Kettmasche gehäkelt. Ihr beginnt jetzt immer den nächsten Musterpart dort, wo eure letzte Schlaufe geendet hat. Das heißt also hier, stecht ihr ein, holt den Faden durch in die nächste Masche und in die nächste Masche. Das heißt, es folgen, kommen immer 2 Maschen dazu, habt wieder 4 Schlaufen auf der Nadel und diese mascht ihr zusammen ab und häkelt eine Kettmasche. Wieder in die Masche stechen, wo eure letzte Schlaufe endet, in die nächste und in die übernächste Masche, Luftmasche. Und jetzt alles zusammen abmaschen. Eine Kettmasche häkeln. Das Ganze macht ihr jetzt weiter bis zum Reihenende. Ich bin jetzt bei meinem letzten Musterpart angekommen. Häkle jetzt hier meine letzten 3 Schlaufen. Masch die ab. Eine Kettmasche. Und in die letzte Masche häkelt ihr noch eine feste Masche. So, das ist eure erste Reihe und ich finde, mit dem Garn sieht es wunderschön aus, hat einen tollen Effekt. Weiter geht's mit Reihe 2. Ihr häkelt eine Wendeluftmasche, dreht die Arbeit rum, in die erste Masche häkelt ihr wieder eine feste Masche und jetzt geht es weiter mit der Rückreihe vom Muster. Ihr stecht als erstes in die abgeschlaufte Masche hier oben, eure Kettmasche, da stecht ihr ein, holt den Faden durch, zieht ihn locker, dann in das oberste Ärmchen von dem Ausleger, das ist eure zweite Schlaufe und jetzt wieder hier oben in die Kettmasche, wo ihr eure Maschen abgeschlauft habt. Und jetzt habt ihr hier wieder eure 4 Schlaufen auf der Nadel. Diese mascht ihr ab, macht eine Kettmasche.
Jetzt stecht ihr wieder in dieselbe Masche, wo euer erstes Musterstück geendet hat. Dort häkelt ihr eure erste Schlaufe. Wieder in das oberste Ärmchen einstechen und wieder in die Kettmasche vom nächsten Musterpart. Zieht das Ganze wieder schön locker, mascht alle Schlaufen ab, häkelt eine Kettmasche. So, nochmal in die Mitte einstechen, dann in den Seitenarm und wieder in die Mitte vom nächsten Musterpart. Schön locker ziehen, durch alle Maschen durch und abmaschen. So sieht das Ganze jetzt aus. So, das macht ihr jetzt so Reihe für Reihe weiter. Ihr wendet dann wieder die Arbeit, häkelt eine feste Masche in die erste Masche und dann beginnt das Muster ganz easy wieder von vorne. Ich mache das jetzt mal weiter und dann könnt ihr euch am Ende das Muster auch nochmal angucken. Ich habe jetzt auch nochmal die Reihe fertig gemacht, weil ich wollte euch hier noch was zeigen. Und zwar, ihr macht jetzt hier euren letzten Musterpart bei der Rückreihe und dann ist ja hier die feste Masche. Und ihr habt ja gerade mal 3 Schlaufen auf der Nadel, das heißt, ihr stecht hier vorne in eure feste Masche ein, häkelt dort das nächste Stück von eurem Muster, macht eine Kettmasche und häkelt trotzdem jetzt hier in die Seite rein eure feste Masche am Ende. Das nicht vergessen. So, Luftmasche, Arbeit wenden und hier wieder eure feste Masche reinhäkeln. Und jetzt beginnt das Muster wieder von vorne. Hier ist jetzt das fertige Musterstück, ist doch ein hammerschönes Muster und kommt auch mit dem Garn richtig gut zur Geltung. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Muster findet. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer Tutorials.